Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur die schönsten Menschen der Welt zusehen. Freunde, erst einmal gegrüßt seid ihr alle, meine Damen und Herren. Herzlich, Digga, ich weiß, ich bin gerade komisch, aber Noah, Charlene oder Charlie, ich weiß nicht, was richtig ist, Alina, Sophie und Romina, ihr seid gegrüßt. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, fleißig kommentieren, aktiv sein oder euren Namen reinschreiben und ich versuche mir zu merken. Klappt nicht immer, aber ein paar hatte ich gerade noch drauf. Ja, wir geben uns heute eine Live-Performance. Ich habe Bock, wieder mehr Live-Performances abzuchecken. Es gibt natürlich aktuell recht wenige, aber ich habe eine ältere gefunden von Roller von Apache. Mit die allererste Live-Performance, glaube ich, die geuploadet wurde, weil es auf der Tour von Bowie noch war, aus dem Konzert in Wien, wo Roller gerade so krass abgegangen ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Das ist jetzt vom 20.11.2019, das Video. Apache 2007 Roller Live, Bowser-Konzert Wien. Und der Auftritt war am 17.11.2019. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe den zugeschickt bekommen von einem Zuschauer auf Instagram. Und der meinte, yo, da gehen alle ab. Keine Ahnung, ich bin gespannt, wir hören rein. Ich weiß nur von dem Apache Red Bull Ding, dass Apache Live super strong ist, Digga. Also wirklich super strong. Wir hören rein. Boah. Boah, der Handschlag noch Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, aber es kickt gerade noch mehr mit Live-Performances, weil es aktuell ja noch nicht so super wieder viele gibt. Aber stellt euch auch mal vor, ihr seid bei Bowser auf dem Konzert, so 3 Wochen vorher oder so, ich glaube 2019 kam Roller raus, oder? War es 2018? Das war 2019. Kommt so der Mega-Hit raus, der immer noch aktuell, keine Ahnung wie oft, überall gespielt wird. Und dann auf einmal, bam, hast du den Typen, der noch kein einziges Live-Ding sonst irgendwo gegeben hat und kommt als Überraschungsgast mit bei der Tour, wo du bist. Und singt den Song, den gerade jeder kennt und jeder fühlt. Das muss schon geil gewesen sein. Digga, 1 zu 1. 1 zu 1? Also das ist kein Playback, ne? Man hört es an dem Atmer und so, wenn er das Mikrofon beim Springen so ein bisschen hoch und runter hält. Es ist 1 zu 1, hört es sich an wie bei Spotify, Digga. Krank. Na, na, ne. Boah. Oh, geil, dass Bau sogar noch Backup macht. Also man hört ehrlich, es ist komplett live. Das ist schon krass, finde ich, wie er sich anhört. Das ist insane. Man hört minimal irgendwo einen Backtrack, der aber nur ganz leise irgendwo läuft, um den Bass auch zu verstärken in der Stimme. Aber man hört sonst Apache clean. Krass. Ey, wir müssen uns eigentlich noch mehr von Apache oder so Live-Performances anhören. Oder so die besten Deutschrap-Crowds oder so, wo halt krass Leute mitsingen, so wisst ihr? Weil die Atmosphäre ist schon geil und da singen nicht viele mit. Krass. Ey, Roller ist wirklich so ohne mein Team-Niveau. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein All-Time-Deutschrap-Classic jetzt geworden. Boah, okay, das ist krass. Das ist Gänsehaut, Mann. Das ist krass irgendwie, weiß nicht. Geil. Wenn man der Sache auf den Google klappt, man ist es in der Tat nicht so. Ich find's so nice auch von Bowie, dass er ihn so mitgenommen hat und wie krank, dass Bowie ihn entdeckt hat, quasi so gesigned hat. Heftiges Gespür, der Mann. Partyhaus. Also man hört wirklich, dass es live ist. Das ist krass. Gerade einen ganz mini kleinen Versprecher drin gehabt, aber es ist insane, wie gut Apache live ist, finde ich. Digga, geil! Apache bleibt gleich. Ey, ich finde die Crowd auch nice. Sie ist jetzt nicht super duper laut, aber es ist eine angenehme Lautstärke. Die haben Bock, die fühlen's. Keine Ahnung, coole Live-Performance. Vom Messerstecher rein.
Das muss für Apache auch so geil gewesen sein, Mann. Wie gesagt, ich glaube, das war die erste richtige Live-Performance. Vielleicht bei ein, zwei Tourstops davor schon, weiß ich nicht. Aber, Digga, vor einem Jahr noch so kannten eine Handvoll Leute gefühlt deinen Namen. Wobei Apache da ja auch schon ein bisschen so 30, 40, 50.000 Klicks hatte auf seine Songs. So wie Ferrari Testarossa und so. Aber dann auf einmal, du machst das Mikrofon hoch und alle schreien deinen Namen so. Das muss schon geil sein. Boah, schön die schwätzigen Körper einander. Geil, Mann. Einfach Apache rausgeholt nochmal als letzten Song. Wie geil ist das? Boah, wie geil, Digga. Keine Ahnung. Hab mich voll glücklich gemacht, das so zu sehen. Keine Ahnung. Voll geil. Voll geil. Wie gesagt, ich habe übel Bock jetzt auf mehr Live-Performances. Vielleicht auch cravet man immer das noch mehr, was man gerade nicht haben kann, was man gerade nicht hören, nicht sehen kann, weil es so wenige Live-Performances gibt. Aber falls ihr irgendwo eine gute Live-Performance von irgendeinem Rapper eurer Wahl habt, in die Kommentare damit. Ich hab Bock drauf. Ich werde es mal abchecken. Ich werde es mal ansehen, anhören. Ich bin da für euch. Ich hab Bock da drauf. Und dann machen wir das. Da sehe ich mich, Digga. Da sehe ich mich sehr. Ich habe ultra Lust darauf. Ey, das war's von mir. Habt einen wunderbaren Tag. Ja, bleibt einfach so fresh, wie es nur geht. Und fleißig kommentieren, was für Live-Performance wir uns geben sollen. Und dann sehen wir uns. Und ja, bleibt fresh. Ciao, ciao.